Klammern auflösen braucht man immer wieder. Aber jetzt mal ein Trick, wie das ein bisschen besser geht. Der Trick für alle Schreibfaulen: etwas mehr hinschreiben. Gucken wir uns mal die Aufgabe an. Ich zeig mal, wie es geht. Leute, entlastet euren Kopf. Und zwar, Kopf entlasten geht so: ich schnappe mir die einzelnen Klammern und schreibe einfach weiter. Nicht hier dahinter, das wäre furchtbar. Ich schreibe einfach Folgendes. Und zwar, ich schreibe mir diese Klammer. Warte mal, Moment, das kann ich zusammenfassen. Nö, mache ich nicht. 3,7 plus 1 ist 4,7 plus 0,3 ist 5. Ich schreibe jetzt die 5, das heißt also das Ergebnis davon, das schreibe ich eiskalt darunter. Mal 8 schreibe ich ab, minus, und jetzt schreibe ich wieder eine eckige Klammer. Das bisschen Schreiben tut nicht weh. Und sage, warte mal, 7,8 minus minus, ach, das ist ja furchtbar. Minus mal minus ist plus, also 7,8 plus 1,2. 7,8 plus 1 ist 8,8 plus 0,2 ist 9. Na und? Schreibe ich eben noch eine Zeile. Ich habe meinen Kopf entlastet. Was ist denn jetzt wichtig? Jetzt ist wichtig Punktrechnung vor Strichrechnung. Au. 40 minus, hier steht nichts weiter, 9. Und jetzt kann ich in aller Ruhe hinschreiben, das ist 31. Wie das richtig geht und auch mit schwierigeren oder einfacheren oder was weiß ich für Aufgaben, das zeige ich hier oben in den Links, beziehungsweise jetzt zum Schluss. Also ich werde hier unten Links anfügen und dann kommt ihr direkt in den Unterricht, und zwar direkt an die Stelle, wo es nötig ist. Keine Vorworte, kein gar nichts. Ihr könnt es ja dann nochmal zurückspulen, aber das ist der Trick. Das heißt, ihr kommt in meinen Unterricht direkt da rein, wo ich es erkläre, und könnt nochmal hin und zurück und vor und zurück und zur Seite ranspulen, um euch vielleicht auch doch nochmal die Vorerklärung oder die schwereren Aufgaben reinzuziehen. Man kann wunderbar damit üben, die Aufgaben werden gestellt und ihr könnt dann das Video kurz anhalten, selber lösen, nachgucken, ob ich es richtig gemacht habe oder ihr, und dann werden wir sehen. Wenn ihr es verstanden habt, werdet ihr euch freuen. Bis jetzt war es immer so, bei jedem. Und freuen macht Spaß. Ich wünsche euch viel Freude.